Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von Ihnen weiß denn, wie viele Übernachtungen in- und ausländischer Gäste wir im ersten Halbjahr dieses Jahres in Deutschland hatten? Ich sage es Ihnen gerne, über 199 Millionen Übernachtungen nur im ersten Halbjahr 2016. Das war wieder ein Plus von 3% gegenüber dem ersten Halbjahr 2015. Und so wie sich die Sommersaison jetzt angelassen hat und ja noch weiterläuft, werden wir auch dort im zweiten Halbjahr ein weiteres dickes Plus zu verzeichnen haben. Die Tourismuswirtschaft ist, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, damit fast ein bisschen so der Hidden Champion unter den Wirtschaftsbranchen dieses Landes, denn kaum jemand spricht darüber, dass wir nun 6 Rekordjahre in Folge im Tourismus, im Deutschlandtourismus zu feiern haben, möchte ich fast sagen. Es gibt kaum eine Branche, die in einer so langen Dauer so gute Zahlen vorzuweisen hat. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich schon, auch in einer Haushaltsdebatte zum Wirtschaftshaushalt das Thema Tourismus ab und an wieder etwas näher zu beleuchten. Ich möchte hier an dieser Stelle danken unseren Haushältern, stellvertretend bitte für alle Andreas Mattfeld, der uns immer sehr, sehr gut betreut, der dafür gesorgt hat, gemeinsam mit den Kollegen der SPD, dass die Haushaltsansätze für die Tourismuspolitik im BMW unangetastet geblieben sind. Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke insbesondere auch den Kollegen von der Deutschen Zentrale für Tourismus, die dafür sorgen, dass der Deutschlandtourismus auch im Ausland die Rolle spielt, die er zu spielen hat, dass die Attraktivität unseres Landes sich auch in die Welt hinausträgt. Denn ich glaube, wir können auf einen guten Tourismus in Deutschland, auch wenn wir viel zu selten darüber reden, auf keinen Fall verzichten. Es ist eine wirtschaftsstarke Branche, eine Wachstumsbranche und es ist eine Branche, in der gute Arbeitsplätze und gute Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Und dies gilt es auch zu würdigen. Und auch wenn der Bund formal für den Tourismus nicht zuständig ist, sondern dies, die Länder in Eigenverantwortung zu organisieren haben, so treffen wir immer wieder in Form von Querschnittsaufgaben über alle Ministerien hinweg auf Probleme oder auch auf Herausforderungen, die wir auf Bundesebene für die Tourismusbranche lösen können. Die erste, die jetzt uns in diesem Jahr wieder beschäftigt, ist die sogenannte Pauschalreiserichtlinie, die für die Branche sehr, sehr wichtig ist. Die Europäische Kommission hat eine neue Richtlinie vorgelegt, die natürlich für ganz Europa passen muss. Nun haben wir in Deutschland das Problem, und da geht meine Bitte ausdrücklich auch an das Bundesjustizministerium, sich dieses Problem noch mal näher anzuschauen. Die Reisebranche in Deutschland ist anders als in anderen europäischen Ländern oder eigentlich in allen europäischen Ländern sehr mittelständisch geprägt. Kleine mittelständische Reisebüros, Omnibusunternehmen, die Reisen vermarkten und zusammenstellen. Überall woanders finden wir fast nur noch die ganz großen Player, die Reisen anbieten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier aufpassen, dass dieser deutsche Mittelstand in Form unserer gut organisierten Reisebüros hier nicht unter die Räder kommt. Denn derzeit sieht die Richtlinie vor, dass Reisebüros künftig Reiseveranstalter werden und damit in der kompletten Haftung sitzen. Und dieses dürfte für viele kleine Reisebüros vor Ort erstens nicht sachgerecht sein, denn sie sind wirklich nur klassischer Vermittler und nicht Veranstalter. Und es dürfte für viele Reisebüros auch existenzbedrohend werden, wenn wir bei dieser Entwicklung bleiben. Und deswegen möchte ich hier für die Arbeitsgruppe Tourismus, aber auch für die Arbeitsgruppe Wirtschaft in aller Deutlichkeit feststellen, dass was derzeit an Umsetzung der Richtlinie auf dem Tisch liegt, ist für uns so noch nicht akzeptabel. Und da müssen wir im parlamentarischen Verfahren noch so einiges ändern, um die Struktur, die uns wichtig ist, die mittelständische Struktur vor Ort auch in Zukunft erhalten zu können. Und da bitte ich herzlich um Unterstützung. Die zweite Thematik, die uns immer wieder beschäftigt hat, und da sind wir jetzt im Bauministerium angelangt. Sie sehen, Tourismus resortiert zwar federführend beim Wirtschaftsminister, betrifft aber auch viele andere Bereiche ganz genauso, ist das Thema Ferienwohnungen. Das Thema Ferienwohnungen ist auch so ein Hidden Champion. Wir haben 8 Milliarden Euro im Jahr Umsatz nur durch Ferienwohnungen und 103 Millionen Übernachtungen jährlich in Ferienwohnungen. Das heißt, wichtiger Punkt, heißt aber auch, wir haben die einen, die gern Ferienwohnungen vermieten, und wir haben die anderen, wir erleben es in Berlin fast täglich,
die kaum damit zurechtkommen, dass sie ständig wechselnde Nachbarn in unterschiedlicher Feierlaune vorfinden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Ferienwohnungen im Baurecht einen eigenen Platz geben, dass wir hier Rechtssicherheit schaffen für all diejenigen, die neben einer Ferienwohnung leben, aber auch für all diejenigen, die eine vermieten wollen. Und ich glaube, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind. Da danke ich den Kollegen in den Arbeitsgruppen Bau, dass sie uns da sehr unterstützen und dass wir einen guten Ausgleich finden zwischen den unterschiedlichen Interessen, auf die wir hier treffen. Thema Breitband ist, glaube ich, hier schon in aller Breite im wahrsten Sinne des Wortes angesprochen worden. Ich danke dem Bundesverkehrsminister in aller Form dafür, dass er sich dieses Thema so intensiv annimmt. Auch für die Tourismusbranche in vielerlei Hinsicht wichtig, dass hier investiert wird. Zum einen ist die Frage, gibt es in Ihrem Haus WLAN mit die Buchungsentscheidende? Deswegen ist es wichtig, dass wir beim Breitband weiter vorankommen. Und es ist natürlich auch für unsere kleinen Häuser und Pensionen im ländlichen Raum wichtig, dass sie online erreichbar sind und nicht nur eine Buchung per Telefon vorgenommen werden kann. Deswegen ganz, ganz wichtig auch an dieser Stelle dieser Punkt. Und wenn ich beim ländlichen Raum bin, haben wir in diesem Jahr eine wichtige Initiative parlamentarisch vorangebracht, den Kulturtourismus im ländlichen Raum. Meine lieben Freunde, es nutzt relativ wenig, wenn wir Berlin, Hamburg und München bewerben, unsere schönen Städte natürlich, und wenn der ländliche Raum nicht davon profitiert. Und deswegen war es uns wichtig, gerade auch in meiner Arbeitsgruppe, die Leute, die in die Großstädte kommen, auch dafür zu sensibilisieren, dass Kultur ebenfalls im ländlichen Raum stattfindet und dass es sich lohnt, die ausgetrampelten Pfade der Großstädte auch mal zu verlassen und rauszugehen und sich mit den vielen charmanten Seiten unserer Heimat auseinanderzusetzen. Und wir haben ein weiteres Thema, meine lieben Freunde, das jetzt vor der Sommerpause angestoßen worden ist, das wir auch ressortübergreifend lösen müssen. Das Thema Wassertourismuskonzept, lieber Matthias Lietz. Hier haben wir auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Die Zuständigkeit für die touristische Nutzung bei den Ländern. Allerdings auch die Zuständigkeit des Bundesverkehrsministers für die Wasserstraßen. Ich danke Alexander Dobrindt, dass er jetzt den Versuch, und ich glaube, er wird erfolgreich sein, unternimmt, beides zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass wir auch beim Wassertourismus ein wichtiger Player im internationalen Wettbewerb werden, dass wir die Straßen, die attraktiv sind, für eine touristische Nutzung auch entsprechend erhalten und dies im Gleichklang mit den Ländern auch hinbekommen. Sie sehen, Tourismus ist breiter Querschnitt. Ich sage es noch mal, bestimmt ein Hidden Champion, weil viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie wichtig Tourismus auch ist. Und ein letztes Wort dazu. Nicht nur die Zahlen beim Tourismus sind wichtig und wie viel wir umsetzen, sondern auch, dass wir die Schönheit, die Kultur und die Mentalität unseres Landes vermitteln an all diejenigen, die uns gerne besuchen kommen. Deswegen hat Tourismus nicht nur einen hohen wirtschaftlichen Faktor, sondern sicherlich auch den Faktor der Völkerverständigung. In diesem Sinne danke für die bisherige Unterstützung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Daniela Ludwig. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Andreas Mattfeld für die CDU-CSU-Fraktion.